Hallo liebe Vogelfreunde, heute wieder zu einer Ausgabe bei Norberts Harzer Edelrollerzug. Es sind noch einige Vögel hier in den Zugboxen, weil die letzten Jungen noch nicht so selbstständig sind. Ich habe das hier unten geöffnet, die können also hier auf der ganzen Länge durchfliegen. Sie hatten noch ein bisschen Möglichkeiten, jetzt sich hier an das Futter zu gewöhnen und selbstständiger zu werden, bevor sie rauskommen zu den anderen. Aber da sie ja jünger sind und die anderen schon weiter fortgeschritten sind, setze ich sie noch nicht so schnell dabei. Sie müssen sich also hier doch erstmal noch weiterentwickeln. Dann auf der anderen Seite habe ich hier meine Väter, die Männchen sitzen, die bleiben also noch hier alleine, die singen hier fleißig. Es ist halt so, die kann ich noch nicht zusammen in eine Flugbox setzen. Sie würden also dann doch noch Hahnkämpfe machen. Das möchte ich also vermeiden. Und so bleiben sie noch einige Zeit hier. Auch die Vögel werden dann in die Mauser kommen. Und dann ist es früh genug, wenn ich sie dann in die Flugboxen zusammensetze. Dann zanken sie sich auch nicht mehr. Dann habe ich noch die letzten Nester. Das ist also hier eins. Das zeige ich euch gleich noch. Hier ist noch eins. Da oben. Da ist auch noch mal gelegt worden. Vielleicht wird da noch was. Ich habe sie noch brüten lassen. Das wird dann die letzte sein. Und ganz hinten ist auch noch ein Nest. Die Jungen sind also schon so weit entwickelt, dass sie jetzt auch die nächsten Tage aus dem Nest rausgehen. Ja, dann, was gibt es noch Neues? Es gibt natürlich viele Züchter, die versuchen, das nachzumachen mit dem Keimfutter. Das ist auch nicht so einfach. Das wollte ich euch heute mal zeigen, wie ich das Keimfutter herstelle. Und so gehen wir jetzt mal zu meiner Spüle, wo ich Wasser habe, und zeige euch mal, wie ich das Keimfutter dort vorbereite, ansetze, bis es dann auch keimt. Für mein Keimfutter benutze ich solche Edelstahlschüsseln. Die habe ich also im Action gekauft. Sind nicht teuer und lassen sich dafür ganz gut nutzen. Ich habe hier meinen Rübsen in so einem kleinen Topf. Davon kommt jetzt eine gewisse Menge hier rein. Ja, nehmen wir mal an, so viel. Das ist also eine Menge, wenn die keimt, dass ich die dann auch an einem Tag verfüttern kann. Ja, da passiert jetzt nichts weiter, als dass ich da Wasser aufgebe. Ich habe ja hier Warm- und Kaltwasser an meinem Anschluss. Das sieht man ja hier oben an dem Kran. Und werde jetzt hier dann den Warmwasserkran aufdrehen, so dass hier warmes Wasser kommt. Handwarm sollte es sein und nicht feuerheiß. Ein bisschen wärmer noch so. Ja, so ist gut. Und dann lasse ich das Wasser da rein und werde das Ganze jetzt noch mal ein bisschen umrühren. Das kühlt sich allerdings hier auch wieder sehr schnell ab. Durch das Warmwasser wird das alles beschleunigt und der Rübsen, der hier drin ist, der saugt jetzt das Wasser auf, sodass es dann nach 4 Stunden abgegossen wird. Da habe ich dann meine Siebe für. Die stehen also hier bereit. Ganz normales Sieb. Kann man auch im Actionmarkt kaufen. Für 2-3 Euro. Wenn es dann mal kaputt geht, dann ist nicht so schlimm. Kauft man wieder ein neues. Ja, nach 2-3 Stunden, jetzt lasse ich das erst einmal so lange hier einziehen. Wenn ich das nur eine halbe Stunde mache und dann ablaufen lasse, raussiebe und dann in meinem Behälter, im Sieb zum Keimen lasse, ist es zu schnell trocken. Nach 3-4 Stunden ist es gut vollgesaugt, sodass es dann auch mit dem Keimvorgang gut weitergeht. Lasse ich es zu lange in dem Wasser stehen, 6 Stunden oder sogar über Nacht, dann wird der Rübsen zu nass, dann keimt er erst ewig gar nicht. Die 4 Stunden sind jetzt um. Ich nehme jetzt den Rübsen hier heraus und eventuell mache ich noch mal etwas Wasser drauf, weil es doch viel eingezogen ist, und gieße das Ganze dann hier durch mein Sieb. Die Schüssel sollte dabei auch ganz leer sein und lasse es noch einen Moment abtropfen. Indem ich das so ein bisschen bewege, da kommt immer noch Wasser raus, aber das ist soweit okay. Dann kommt das hier in meine Schüssel so hinein und im Abschluss dann nehme ich nochmal ganz heißes Wasser. Und zwar habe ich ja hier 60 Grad heißes Wasser in meinem Anschluss.
und mache die Schüssel schön mit heißem Wasser, dass sie richtig heiß ist. Auch das beschleunigt den Keimvorgang. Jetzt ist die heiße Schüssel unten und hier entsteht dann so eine Art Tropeneffekt. Die Schüssel, das Wasser ist fürchterlich heiß. So. Und das dann da drauf. Und dann gucken wir mal am nächsten Tag, wie das dann aussieht. Jetzt ist ein Tag vergangen, also der nächste Vormittag. Der Rübsen hat sich natürlich jetzt schön da vollgesaugt. Das sieht aber noch genauso aus. Man sieht also da noch keinen Unterschied. Ganz kleine Keime könnten da schon mal dran sein. Aber im Großen und Ganzen wird jetzt das noch einmal hier mit warmem Wasser, nicht zu heiß, also wollen das ja nicht verbrühen, und wird das aus dem Sieb hier heraus, das geschwemmt. Eventuell wird das Sieb nochmal mit einem Schwamm gereinigt. Da sind noch so viele Körner, die muss ich erstmal hier wegspülen. So, dann ist mein Sieb so gut wie leer. Und gehe dann mit meinem Schwamm hier so rüber und reinige das Sieb, weil sich doch manchmal ein bisschen was absetzt. Bei fließendem Wasser, ich habe es jetzt nur mal so gezeigt, also dass das Sieb auch wieder sauber ist, also nicht, es wird schon mal gelb. Und dann siebe ich das Ganze nochmal durch, also zwischendurch ruhig noch einmal dann durchspülen und stelle es dann wieder, indem ich die Schüssel mit heißem Wasser durchspüle, hier wieder hin. Und lasse es dann keimen. Und das dauert dann nochmal so gute 24 Stunden. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. 24 Stunden sind um. Mein Keimfutter hat sich also jetzt entwickelt. Ich nehme das mal, stelle es mal hier hin. Und man sieht jetzt, dass da doch viele Keime dran sind. Es ist so eben aufgegangen, es kommen so kleine Keimlinge durch. Das Ganze wird natürlich auch sehr fest, weil das Wasser wird ja aufgebraucht. Das muss man schon ein bisschen mit Kraft lockern. Geht aber. Je länger es keimt, desto fester wird das schon mal. Ja, und dann kann man hier das jetzt so verfüttern. Die Vögel fressen das ganz gerne, wenn da also diese ganzen kleinen Keimlinge dran sind. Man kann das auch mit Raps machen. Wenn ihr also den Rübsen habt und er wird schmierig und keimt nicht, dann liegt das oft daran, dass der Rübsen nicht keimfähig ist oder mit irgendetwas behandelt wurde. Dann einfach mal mit Raps versuchen. Soweit ich gehört habe, soll Raps sogar noch besser keimen als der Rübsen. Der Rübsen seht ihr ja, der ist kleiner und braun gefärbt und Raps ist mehr schwarz. Schwarz-grau. Jetzt werde ich das also die Vögel verabreichen. Dazu gehen wir jetzt wieder zur Zuchtanlage. Ganz wichtig ist, dass der Rübsen wirklich also trocken oder feucht ist, aber nicht nass. Er darf nicht nass sein und er darf nicht schmierig sein. Dann auf keinen Fall verfüttern, sonst werden eure Vögel nur krank. Wenn das also nicht richtig funktioniert, man kann auch vieles falsch machen, dann macht das lieber nicht. Das ist natürlich alles eine Übungssache mit dem Keimen. Wenn es dann nicht richtig funktioniert hat, er schmierig ist und Schimmel angesetzt hat, dann habt ihr nachher den Schaden. Also das muss einwandfrei funktionieren. Gut, jetzt fangen wir mal an. Ich gucke mal hier nochmal bei den Nestern. Da sind ja noch ein paar schöne Junge drin. Da habe ich ja hier einmal... Ja, dieses Nest hier, gucken wir mal rein, hier sind zwei Junge drin. Ja, kannst mit der einen Hand jetzt so eben greifen. Die beiden, auch schön entwickelt, sind so ja eben halt die letzten Jungvögel, die hier noch sind. Dann habe ich hier noch das Nest eine Etage tiefer. Da ist es. Ich habe die Kamera mal richtig eingestellt. Ein sehr schönes Nest. Ich habe hier wunderschöne drei Junge drin. Da sind sie zu sehen. Also das sieht auch ganz so aus, als dass das dann auch Männchen sind.
Der hier vorne ist also viel, viel gelblicher als der. Das wird wohl hier ein Hahn sein. Ja, haben sich schön entwickelt, haben schon das Gefieder ist schön aufgegangen. Das wird also jetzt nicht mehr lange dauern. Und sie gehen aus dem Nest. Irgendwann stehen sie dann am Rand und springen dann in dem Käfig mit herum. Setze sie jetzt wieder hier rein. Ja, zur Fütterung habe ich in der Zuchtbox hier auch so Futternäpfe hängen. Hier, da war auch der keimfähige Rüpfen drin. Das schütte ich mal aus, das brauchen wir ja nicht. Und nehme jetzt hier von der Oberfläche, was ja schön trocken war und gekeimt war, den keimfähigen Rüpfen. So eine Menge, was auch jetzt in kürzester Zeit auch verbraucht wird. Das muss also nicht jetzt hier so viel rein, dass es für 2 Tage reicht. Lieber weniger und öfter. Und sie wird das auch sehr gerne verfüttern. Das gleiche ist dann auch hier oben, wo wir gerade nachgeguckt haben. Auch hier habe ich dann einen Futternapf angehängt. Da ist auch noch ein Rest drin vom letzten Mal. Auch das nehme ich dann, schütte das weg und nehme dann hier von meinem keimfähigen Rüpfen auch eine Menge. Sie hat ja nur 2, also wollen es nicht übertreiben, zu viel auch nicht. Und das gebe ich ihr jetzt hier und so wird sie auch gleich ihre Jungen füttern. Sie wird da also, geht da gerne dran. So, wieder zu. Und dann haben wir dann noch das letzte Weibchen, habe ich ja gesagt, das ist ja hier hinten. Die hat auch noch 2 Junge hier drin. Da gucken wir mal eben rein, wie das aussieht. Da sieht man das. Hier ist auch genau zu erkennen. Ich habe ja sonst die Eier immer rausgenommen. Hier war es so, die hatte schon wieder gelegt, obwohl die erst vorhergehenden Jungen da noch drin waren. Und dann lagen die Eier im Nest. Ich habe sie dann nicht der Reihenfolge herausgenommen. Und so ist es eben, der rechte Vogel ist viel weiterentwickelt und der linke Vogel, der ist 4-5 Tage jünger, weil er eben doch auch viel später geschlüpft ist. Aber sie hat so beide gefüttert, also das funktioniert auch, wenn man die Eier nicht rausnimmt, nur eben, sie werden dann doch unterschiedlich groß. Ich nehme jetzt hier auch wieder das Futternapf heraus. So, hier wieder zu meinem Sieb, nehme auch hier locker von oben etwas herunter. Sie hat ja auch nur 2, von daher braucht sie auch nicht so viel Keimfutter. Dann kriegt sie das auch. Ja, was jetzt noch ganz wichtig ist, wir haben ja da unten auch noch die ganzen Jungvögel sitzen, die ich ja noch weiter füttern muss, einzeln. Auch da gucken wir mal eben nach. Das ist also jetzt hier die untere Dreierbox. Hier hatte ich das auch so gemacht. Hier ist auch ein Näpflein, das sich jetzt auch mit Kleinfütter fülle. So, hier haben wir ja ein paar mehr drin. Gar nicht, jetzt fällt es hier raus. Ja, das kriegen die. Und dann ist die Box da drüber. Auch hier ist dann auch leer. Da sind nicht ganz so viele Vögel drin. Dann soll das hier auch mal reichen von der Menge, weil das ganze Futter war ja noch nicht so weit gekeimt. Ich kann das also jetzt ruhig noch einmal anfeuchten und noch mal weiterlaufen lassen mit dem Keimen.
So, nach noch einigen Stunden später sieht das Keimfutter dann so aus, dass da schon kleine gelbe Blättchen dran sind, wie hier. So sollte man das dann also dann wirklich auch verfüttern. Noch länger lassen braucht man die Keime nicht, dann muss es auch aufgebraucht werden. So, nun bin ich wieder hier bei meinen Jungvögeln in den Flugboxen. Auch die Jungvögel sollen jetzt auch ein bisschen von dem Keimfutter bekommen. Nicht so viel, auch nur, dass es für kurze Zeit reicht, dass sie mal zwischendurch auch mal was anderes bekommen. Ja, der eine Vogel, der sitzt da an der Wassertränke. Die gehen da fleißig ran. Aber da mache ich noch mal ein extra Video, wenn sie dann da baden. Er trinkt da. Dann probiert da, ist normales Wasser drin. Ich wechsle das natürlich jeden Tag aus. Nicht nur, weil es verschmutzt ist, sondern weil ich würde auch so viel trinken, dass es dann nicht mehr reicht. Es ist dann auch leer. Man hat hier vorne eine Füllstandsanzeige. Das zeige ich nochmal, das konnte man letztes Mal nicht so gut sehen. Und zwar sieht man dann hier, wie hoch der Wasserstand ist. Und jetzt ist ja noch vormittags. Das Wasser wird dann heute Abend hier unten sein und dann wechsle ich das auch aus. Und wenn man jetzt mal hier reinguckt, wie es denn so mit der Verschmutzung aussieht, was man hier abbekomme, ja, da seht ihr also jetzt den blauen Filter und was da eben drin ist, die Vögel verlieren auch mal Federn und das Buchenholzgranulat, was da drin liegt, das ist ja nicht so schlimm. Dann habe ich ja hier über meinem Wasserspringbrunnen keine Stangen. Das ist ganz wichtig. Dadurch fällt natürlich auch hier nichts rein. Es sei denn, sie stehen genau da gerade, aber meistens sitzt der Vogel ja mit den Füßen so und mit dem Schnabel zum Wasser, sodass da also da diese Verschmutzung nicht so da reinkommt. Die Federn, das ist das Eigentliche, was dabei Probleme macht. Deswegen der Schwamm. Wenn die Federn nämlich dort durchgespült werden, dann kommen sie unten in die Pumpe und dann läuft die Pumpe nicht mehr. Aber das wird ja hier, wie wir hier sehen, auch aufgefangen. Na? Also da, und das ist auch nicht so schlimm, wenn das Wasser da mal über die Federn läuft. Aber das ist an für sich sauber. Wenn man das jetzt hier auch mal hochnehmen würde, dann sieht man auch, das Wasser ist alles okay. Darunter sprudelt es auch. Noch weiter. Jetzt erstmal wieder zusammenbauen. Gut, jetzt kommen wir aber dann dazu, den Tieren das Keimfutter zu geben. Wenn da mal was, das wird hier von dem Teller immer heruntergespült. So haben die also von oben doch, ja, das nicht gereinigtes Wasser, aber es ist doch sauber. Dann kommen wir hier zurück. Ich habe da noch eine Futterschale drin. Die werde ich jetzt da mal herausnehmen. So, meine Futternäpfe, die ich hier nehme, das sind an für sich Blumenuntersetzer. Die habe ich aber beim Futterhändler gekauft. Die sollten auch sauber sein, weil wenn ihr euer Essen bekommt, dann sollte das ja auch ein sauberer Teller sein. Und jetzt wird hier von dem Keimfutter eine gewisse Menge hier reingestreut. Nicht zu viel. Das ist also jetzt für die drei Flüge und das vierte, da kommt jetzt nicht ganz so viel dabei. Hier können wir auch noch mal ein bisschen reduzieren, weil da sind auch weniger Vögel drin. Ja, dass das dann hier zur einen Hälfte
mit dem Heimfutter ist. Und auf die andere Seite werde ich jetzt heute mal zur Abwechslung etwas Haferflocken. Haferflocken kann man immer geben. Das wird alles genommen. Da ist also nach kurzer Zeit nichts mehr von übrig. So, und jetzt wird das also so reingestellt. Ich stelle das einfach auf den Boden. Sie sind es so gewohnt, gucken schon ganz neugierig. Oh, es gibt was Besonderes heute. Ja, das geht hier gleich zur Sache. Kleinen Moment wird es noch dauern. In den unteren Flug, da kommt das auch rein. Und hier oben, da ist jetzt Mittagstisch. Fressen Sie also sehr gerne den kalten Rutsen. Der ist auch ruckzuck weg. Wer sich hier nicht dran hält, bekommt nichts ab. Deswegen ist hier ein Gedränge wie auf dem Markt. Flug auf der anderen Seite. Hier sind ja meine Jüngeren drin. Hier sollen ja dann die anderen Jungvögel, die noch in den Dreierboxen sind und sich noch an etwas weiterentwickeln müssen, die sollen dann hier später auch noch rein. Hier sieht man es auch wieder. Ist also noch nicht so weit fortgeschritten. Sie sind noch nicht so gelb. Die Mauser ist noch nicht so weit. Und auch hier bekommen die auch kein Futter. Mit Haferflocken. Ja, dann habe ich noch die eine Flugbox hier unten, wo ja die Mütter drin sind. Die wollen wir ja jetzt auch noch ein bisschen verwöhnen. Haben ja auch immer fleißig gearbeitet. Das sind alles die Weibchen, die also ihre Jungen großgezogen haben. Und auch hier kommt jetzt solch ein dann. Wir werden jetzt auch da gleich rangehen. Jetzt gucken wir noch mal, was die anderen machen. So, das ist da unten. Da ist also auch viel los. Heute alles kostenlos. Und hier oben auch reges Gedränge. Dass die an den Schultern manchmal so rote Stellen haben, das ist einfach so. Die sitzen nebeneinander auf den Stangen und der eine muss dem anderen dann doch mal so picken und dadurch entstehen dann solche Stellen. Das ist aber dann irgend zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Mauser, ist das dann verschwunden, dann machen sie das nicht mehr. Das ist eben so eine Spielerei, dass sie dann immer bei dem Nachbarn auch mal ins Gefieder picken müssen. Das ist also hier nochmal mein Sieb.
Also ich habe nicht alles verfüttert, es ist noch was drin. Ich werde das hier noch einmal mit Wasser durchspülen und dann nochmal die Deckel drauf machen. Und beim nächsten Mal werde ich das noch verfüttern können. Das keimt noch etwas weiter auf. Aber ich gebe nicht zu viel, lieber öfter und weniger. Ja, liebe Vogelfreunde, so habt ihr das mit dem Keimfutter gesehen. Kann ich eben sagen, seid vorsichtig damit, macht es so ordentlich, wie ich es euch gezeigt habe. Kein schmierigen Brei verfüttern. Wenn es nicht reimt, taugt der Rübsen nichts. Es ist einfach so, dass ich hier den Rübsen in dieser Art auch teste. Ist er keimfähig, ist ja auch vitaminreich, ist ja auch gut. Dann fressen die Vögel ihn auch. Weil ich höre sehr oft, die Vögel fressen die runden kleinen Körnchen gar nicht. Das wollen sie gar nicht. Die fressen nur die hellen Körner. Ja, wenn der Rübsen nichts taugt, dann lassen sie den liegen. Das ist einfach so. Futterqualität ist sehr schwierig zu bekommen. Manchmal ist auch das Futter in den kleinen 1-Kilo-Packungen im Fachhandel vielleicht auch nicht so ganz so frisch. Da muss man auch immer gucken, was da für ein Datum draufsteht. Das kennt ihr aber auch von den anderen Lebensmitteln ja auch. Testen kann man es natürlich, ob der keimt. Tja, Grundvoraussetzung ist es nun mal. Keimt er, ist er gut. Dann sage ich wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Norbert mit seiner Harzer Edelroller-Zucht.